verfolgen und das Ergebnis konvergiert auch, dann können die Ergebnisse für die verschiedenen Folgen nicht unterschiedlich gewesen sein. Okay, ich denke, es ist sehr einsichtig. Wenn man es aufschreibt, dauert es ein bisschen länger, aber ich glaube, das ist klar. Also hier ist für uns A erledigt. Das war A. B sollte eigentlich ganz schnell sein. Versuchen wir das mal hier. Also, wir müssen zwei Sachen zeigen. Das eine ist, dass x', naja, machen wir vielleicht nochmal wohl definiert. Jedem groß x-Vektor wird eine reelle Zahl zugeordnet. Und das ist wohl definiert, machen wir einen Haken dran. Das ist wegen Teil A. Das ist eine gute Definition, wo ich zwar das x approximiert habe, aber es war ja unabhängig von der Approximation. Also ist wohl definiert. Dann ist die Frage, ist es linear? Also wir nehmen ein Argument x und ein Argument x-Schlange. Dann approximieren wir das x mit den geeigneten a_n's für das x und das x-Schlange mit a_n-Schlange. Und dann müssen wir uns anschauen, im Prinzip, was ist dann von den xkl' von a_n minus a_n-Schlange. Aber dann nutzen wir die Linearität von den xkl'. Und diese Linearität zieht sich dann rüber auf die Linearität von x'. Ich mache hier mal einen Haken ran, ja. Können Sie sich vorstellen, ein bisschen lästige Rechnung. Aber es ist die Linearität der xkl', dass die eben bei den approximierenden Folgen ja immer, dass Sie da immer Linearität ausnutzen können. Und dann wollen wir vielleicht noch die Abschätzung, das ist vielleicht sogar das Wichtigste, ne? Für uns x' von x. Machen wir mal die Normabschätzung. Das ist ja der Limes der BI. Das ist also kleiner gleich, ja, die x' von x sind der Limes der BI. Das ist also kleiner gleich Lim. Wie viel Zeit habe ich eigentlich? Ah ja, nee, passt schon. Kleiner gleich Lim. Liminf der BI-Normen. Also BI-Beträge sind ja reelle Zahlen. Schauen wir mal gleich an, was die BIs sind. Das sind die Limiten davon. Also schreibe ich vielleicht nochmal, schreibe ich ein I und dann noch Liminf. Das hätte ich auch zusammenschreiben können unter ein Liminf. Also irgendwie, Sie schicken I und L irgendwie gegen unendlich. Ja, aber formal ist jetzt so, Liminf der I von dem hier. Limes der BI. Aber jedes BI ist ein Limes der xkl' wirkt auf ani. Ja. Und jetzt habe ich vor allem das Problem, dass ich keinen Platz habe. Ja, das mache ich jetzt so. Das ist eigentlich eine gute Stelle hier. Ja. Also. Was weiß ich darüber? Also das xkl' von ani, wie groß kann denn das sein? Naja, das ist kleiner gleich der Normen der xkl', das ist wie c. Und die ani, da verbessere ich jetzt die 2, die hier gerade stand, und mache die zu einem Theta. Ja, statt diesem Faktor 2, wo ich gesagt habe, die ani sind alle in dem Betrag nach, also der x-Norm nach, kleiner gleich 2 mal x-Norm, kann ich auch schreiben Theta mal x-Norm. Ja, die ani konvergieren ja gegen x-Norm. Also ab einem gewissen Index i sind die Normen der ani kleiner gleich Theta mal x-Norm. Ja, auch für Theta gleich 1,01. Und weil jetzt aber Theta beliebig war, Sie bekommen das für ein beliebiges Theta von dieser Form und dann kriegen Sie raus, dass hier dieser Liminf, also alle Einträge waren kleiner gleich c mal x-Norm, also ist x' von x-Betrag kleiner gleich c mal x-Norm und wir kriegen also raus, dass das x' nicht nur beschränkt wäre, dafür hätte uns jetzt die 2 auch gereicht, da hätten wir 2c x-Norm, dann hätten wir gehabt, dass das x'
höchstens 2c groß ist, dann wäre es auch schon ein beschränktes, also ein stetiges Funktional gewesen. Aber wir kriegen sogar, dass das x', was wir konstruiert haben, dieselbe Schranke einhält, die die xkl' eingehalten haben. Schauen wir mal auf den Satz. Da steht nämlich tatsächlich hier, dass das x' auch kleiner gleich c sein soll. Also wir wollen hier nicht 2c. Das x' ist auch in der Kugel enthalten. Gut, okay, ja, ich merke so irgendwie, die Vibrations sagen, der Beweis ist jetzt doch ganz schön lang und anstrengend. Oder geht's noch? Sie sehen recht müde aus. Vielleicht ist auch der Donnerstag. Da war die Woche schon lang. Jetzt sehe ich nicken, genau. Okay. Also das war jetzt B, aber C ist jetzt auch einfach. Also haben wir jetzt wirklich eine schwachsternkonvergente Teilfolge gefunden? Behauptung ja. Und Behauptung ist sogar, das geht auch einfach. Also C noch gilt xkl'Schwachstern gegen x'. Naja, dazu müssen wir es anwenden auf ein x, ne? Ja, Schwachsternkonvergenz heißt ja genau, wenn ich es anwende auf ein Element x, dann konvergiert die Anwendung. Ja, und zu x nehmen wir jetzt die ANI, die das x approximieren. Und jetzt schauen wir mal, was xkl'-, also machen wir es mal ausführlich, von x minus x' von x, ob wir das klein kriegen. Darum geht es ja jetzt, ne? Dass die Anwendung auf ein Element x auch konvergiert gegen das x' von x. So, Linearität haben wir schon. Dann ist es also xkl' von x. So, ich denke, ich habe ja nur eine Chance, wenn ich die ANI einbaue. Also machen wir mal Dreiecksungleichung, kleiner gleich. Ich habe den ersten Term abgeschrieben, da mogel ich mir aber ein ANI ein für geeignetes I. Das mache ich jetzt wieder gut. Also xkl' von ANI minus, so und jetzt nehme ich x' von ANI. Und jetzt habe ich den dritten Term noch. Das ist jetzt x' von ANI minus, und was hatte ich hier ganz vorne? x' von x. Und wenn ich jetzt Glück habe, dann geht jeder dieser drei Terme gegen 0 und dann bin ich fertig. Also schauen wir mal die Terme an. So, womit wollen wir anfangen? Was ist am leichtesten? Also das x' stetiges haben wir gerade gezeigt. X' ist ein beschränktes lineares Funktional, also stetig. Das geht also gegen 0, weil die ANI ja gegen x gehen. Das ist, weil x' stetig ist. Als Abbildung auf Groß X. Haben wir also das geschenkt. Dann machen wir vielleicht mal den ersten. Der erste, da wenden wir nur ein Funktional an, nämlich das xkl'. Und dann ist es also xkl' wirkt auf ani minus x. Ja, wunderbar. Ja, das ist, also das hier ist kleiner gleich Konstante, das war eine beschränkte Folge. Und das hier geht ja gegen 0, weil die ani ja das x approximieren. Also geht der erste Term auch gegen 0. So, am interessantesten ist eigentlich der mittlere. Was machen wir denn in der Mitte? Erkennt da jemand was? Das ist nicht so leicht zu sehen. Irgendwie. Wir haben bisher ja noch gar nicht die Konstruktion ausgenutzt. Also die Konstruktion muss jetzt irgendwie eingehen. Was ist denn xkl' von ani? xkl' von ani. Haben wir das irgendwo stehen? Na, jetzt bin ich
bin ich verwirrt. Wo steht's denn? Da müsste dann stehen, dass es gegen BI konvergiert. War das jetzt genau an der Stelle, die gewischt ist? Okay. Also es war die Stelle, die gewischt wurde, aber das steht noch da. Das X' Ja, jetzt bin ich gerade verwirrt. Schade, machen wir doch mal Nebenrechnung. Wenn Sie mir noch was diktieren, was wir hatten, wie die Notation war, xkl' von ani, das sollte etwas sein, was für l gegen unendlich gegen bi konvergiert. Ja, so haben wir die Teilfolgen gewählt. Die xkl' auf ani angewandt gehen gegen bi. Ja? Und die bi wiederum für i gegen unendlich gehen dann gegen, ja, b sage ich jetzt gerade, aber das ist x' von x. Okay. Was ist jetzt x' von ani? Dann nehmen wir jetzt die Folge ani, also da approximieren wir ani mit sich selbst. Dann ist x' von ani der Limes der xkl' von ani. Also vielleicht mal einzeln. Das ist der Limes L gegen unendlich der xkl' von ani. Naja, und dann steht es ja auch da. Ja, also das vordere ist das xkl' von ani. Und x' von ani ist ja der Limes der xkl' von ani. Deswegen. Ja, Sie approximieren das ani mit sich selbst. Dann steht hier x' von ani ist, dann brauchen Sie den Limes i nicht, ist der Limes der xkl' von ani. Also das konvergiert genau gegen das für l gegen unendlich. Ja, und jetzt sind halt alle klein. Ja, also wir müssen eigentlich sagen, ich behaupte, für großes L ist es kleiner als Epsilon. Dann nehme ich erstmal das I groß, sodass das kleiner als Epsilon Drittel ist. Dann vergrößere ich eventuell das I nochmal, damit das auch kleiner als Epsilon Drittel ist. Und wenn das I jetzt fest ist, sodass die anderen zwei Terme Epsilon Drittel sind, dann wähle ich das L für dieses I so groß, dass das Ganze auch noch kleiner als Epsilon Drittel ist. Und dann habe ich das ganze Ding kleiner als Epsilon Drittel. Und dann habe ich gezeigt, dass die xkl-Schwachstern konvergieren gegen x' und bin fertig mit diesem wunderbaren Satz. Ich schaffe es zwar kein Kästchen zu malen, aber ansonsten fertig. So, Satz fertig. Fragen dazu? Bestimmt, oder? Allgemeine Erleichterung, dass wir es geschafft haben. Immerhin, wir haben es geschafft. 10 Minuten. Vor Ende der Vorlesung, also das ist ja schon ganz gut. Ja, die Kompaktheit, die Schwachsternkompaktheit, die kommt quasi aus dem Nichts. Wir sind im separablen Banachraum, deswegen können wir jeden Punkt approximieren. Für jeden Punkt, den wir approximieren, wollen wir jetzt Funktionale festlegen. Das machen wir so, dass wir eben da immer, also wir müssen ja nur eine reelle Zahl für jedes Argument definieren und wenn wir im Raum der reellen Zahlen sind, dann können wir immer Teilfolgen wählen, die konvergieren. Und so wählen wir unsere Teilfolgen, die konvergieren. Und wenn wir das für die ganze approximierende, vom separablen Banachraum für die approximierende Menge von Vektoren machen, dann kriegen wir auch eine Teilfolge, die insgesamt konvergiert. Ja? Also idealerweise haben Sie jetzt diesen Beweis verstanden, durchdrungen und verstehen, dass es wirklich klar ist, dass man hier Schwachstern-Kompaktheit sozusagen geschenkt bekommt. Wenn wir nicht in der idealen Welt leben, davon gehe ich aus, dann haben Sie jetzt nicht alles 100% verstanden und ist Ihnen völlig selbstverständlich. Aber dann haben Sie trotzdem gesehen, dass in diesen Satz nichts Hartes eingeht. Wir haben keine Funktionalanalysis verwendet. Wir haben keinen Hahn-Banach, keine inverse Abbildung, kein Nichts verwendet. Wir haben nur approximiert im separablen Banachraum und dann haben wir den Heine-Borel in den reellen Zahlen verwendet. Das ist eigentlich alles, was wir verwendet haben. Mehr kam nicht vor in dem Satz. Okay? Das ist eigentlich
die Meta-Botschaft sozusagen, die sie haben sollten. Okay, jetzt ist ein bisschen die Frage, also das wollte ich auf jeden Fall heute schaffen. Das ist gelungen, das ist schön. Und ich weiß, was ich mache. Was jetzt als nächstes kommt, ist, das zu übertragen auf die schwache Kompaktheit. Ich schreibe jetzt schon mal den Satz an für die schwache Kompaktheit. Ich glaube, das passt dann genau für die 10 Minuten, dass wir den dastehen haben. Und das gibt mir die Möglichkeit, dann morgen an diesen Satz zu erinnern, den schlampig aufzuschreiben und so weiter. Und heute sehen wir noch schön die Analogie zu dem Satz, der daneben steht. Also als nächstes kommt, und das ist dann der Abschluss auch von dem Paragraphen 1.3, jetzt nach der neuen Definition von 1.3, ja, wo wir nur diese abstrakten Sätze machen. Jetzt kommt eben die schwache Kompaktheit. Und ich versuche jetzt eben vor allem das völlig analog aufzuschreiben zu dem da drüben. Also es sei x, und hier wissen wir jetzt, dass wir was anderes brauchen, weil wir eben, ja, hier wissen wir nur was über Dualräume und Schwach-Stern-Konvergenz, die wollen wir rüberziehen mit der Reflexivität auf den Raum selbst. Ich spende jetzt mal für Sie Farbe. Sei x ein, aber wenn es dann schlechter lesbar ist, wäre es natürlich nicht gut. Naja, das wird schon gehen. Ein reflexiver Banachraum. Jetzt könnten Sie sagen, Moment, wir brauchen doch auch, dass es separabel ist. Das würde ich eigentlich unterschreiben. Eigentlich würde man jetzt erwarten, dass man das auch braucht, dass es separabel ist. Aber irgendwie, weil wir dann sowieso eine Folge da drin betrachten, dann nehmen wir irgendwie den Spann aller Folgenglieder und in dem separablen Unterraum arbeiten wir dann. Das ist die Idee. Also brauchen wir nicht Separabilität. Aber Reflexivität brauchen wir. Dann ist jede abgeschlossene Kugel in x, jetzt mache ich das auch grün, ist jetzt nicht mehr x', folgenkompakt bezüglich, und jetzt ist es eben schwacher Konvergenz, nicht mehr Schwachstern. Ich schreibe das also auch hin, also wenn wir in der Situation sind, dass wir für eine Konstante c größer 0 eine Folge xk haben, jetzt ist es ohne Strich, das kann ich jetzt schlecht grün malen, dass da kein Strich ist, xk eine Folge in x und die ist beschränkt, also die x-Norm, xk-Norm in x ist immer kleiner gleich c, dort war es ja die x-Norm, dann existiert eine Teilfolge. Und schreibe jetzt nicht hin, dass es KL ist und ein Limes X in X, sodass XKL schwach konvergiert, also jetzt nicht Schwachstern gegen X. So, also der völlig analoge Satz, nur statt Schwachstern schwach und statt separabel reflexiv. Sonst genau dasselbe. Hier steht jetzt nicht, dass das Limes-Element die Norm kleiner gleich Lim-Inf derer hat, aber das haben wir ja schon im abstrakten Satz gehabt. Also insofern hätte ich das auch in dem Beweis gar nicht zeigen müssen. Ja? Gut, für Schwachstern haben sie es nur in den Übungen gemacht. Aber die Norm ist schwach unterhalb stetig, deswegen ist die X-Norm immer kleiner gleich dem Lim-Inf dieser Normen, also kleiner gleich C. Ja? Deswegen ist es eigentlich gar kein Verlust, wenn ich diese Information jetzt hier nicht hingeschrieben habe. Aber ich wollte nur Tafelplatz sparen. Aber ja, das ist keine wesentliche Information hier. So, und wie beweisen wir diesen Satz?